Aber ich kann im Nachhinein auch sagen, wir haben heute eine andere Situation und doch in gewisser Weise auch wieder eine ähnliche Situation, nur vielleicht mit dem Unterschied, dass die Wissenschaft heute die Inquisition ist, dass sie sagen, endlich sind jetzt auf dieser Welt Menschen, die wirklich etwas über das Wahre und Falsche sagen können. Ja? Das ist selbstverständlich dieselbe Anmaßung wie damals auch von der katholischen Kirche. Das heißt, Gott sei Dank verbrennen die Wissenschaftler nicht diejenigen, die ihre Wissenschaft nicht glauben, aber sie kriegen zumindest keinen Job. Und das bedeutet in manchen Fällen dann auch ziemlich dasselbe. Dank verbrennen die Wissenschaftler nicht diejenigen, die ihre Wissenschaft nicht glauben, aber sie kriegen zumindest keinen Job. Ich habe hier Epsilon genommen, Sigma genommen, und Epsilon ist sozusagen eine Art Erdbeiwert, der gilt für die Erde. So, dann habe ich entsprechende Werte eingesetzt und jetzt kommt es darauf an, auf dieses Umstellen, weil wenn ich nämlich T0 als 0 annehme, dann kann ich hier die Klammer weglassen, dann kann ich mal TO4 schreiben, also so wie hier, ne? Mal TO4.
sei Dank verbrennen die Wissenschaftler nicht diejenigen, die die Wissenschaft nicht glauben, aber sie kriegen zumindest keinen Job.